Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kino Olli. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn ich wurde mal wieder getaggt. Und um welchen Tag es sich handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, hallo und da bin ich wieder. Richtig, ich wurde getaggt und zwar von Mr. Schrotti 11. Und der wiederum wurde von Ericsson getaggt. Und der hat wohl ein Tag von Kaffee mit Sashi gemacht. Der, ich muss einmal kurz gucken, der Film- und Kino-Tag soll der wohl heißen. Gesehen habe ich den jetzt nicht bei Sashi, aber ich habe jetzt auch nur ganz kurz drüber geguckt. Es sind 8 Fragen zum Thema Filme, zum Thema Kino. Und diesen Tag möchte ich doch einmal auf meine besondere Art und Weise beantworten. Und zwar nicht nur einfach mit irgendwelchen Filmen in die Kamera halten. Nein, es gibt mal wieder Trailer als Antworten. Gut. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr die Fragen beantworten würdet. Und wenn ihr schon mal da unten seid, ihr kennt das, ja, entweder den Daumen nach oben oder den Daumen nach unten, falls euch das Video gefallen hat. Ansonsten für die Zuschauer, die den Kanal noch nicht abonniert haben, ihr könnt das gerne mit einem kostenlosen Abo nachholen, das würde mich sehr freuen. Und denkt daran, auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Aber wir haben jetzt lange genug geredet und wir fangen jetzt an, und zwar mit der ersten Frage. Was war dein erster Film im Kino? Das ist meine Antwort. So, nun passen Sie mal gut auf. Der Räuber Hotzenplotz. Ja, der bin ich. Jetzt geht's mir endlich die Kaffeemühle. Aber die gehört doch mir. Ich möchte auch so eine Kaffeemühle haben. Ich bin beraubt worden vom Räuber Hotzenplotz. Die haben sich in den Kopf gesetzt, den Räuber Hotzenplotz zu fangen. Schreibst du auf die Kartoffelkiste, Vorsicht Gold? Du könntest doch auch draufschreiben, Achtung Kartoffel. Wenn er uns kommen sieht und die Aufschrift auf der Kiste liest, denkt er, es ist Gold. Vielleicht will er gar kein Gold, weil ihm Kartoffeln viel lieber wären. Platz, dich verkaufe ich an meinen alten Freund, den großen bösen Zauberer, Petrusius Zwackelmann. Großer, berühmter Zauberer Petrusius Zwackelmann, merkt dir das ein für alle Mal. Was? Kannst du Kartoffeln schälen? Ja, und wie? Eine Kartoffel! Kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Was war dein letzter Film im Kino? Wenig überraschend, auch hier meine Antwort. Is this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Then this is our only ticket out of here. What's happening? Something in the water. What do you mean there's something in the water? I don't know, there's just something in the fucking water. No! Fucking thing's hunting us. Open the door, come on. Run.
Are you sure you want to do this? Und schon sind wir bei der dritten Frage. Was war dein schlechtester Film, den du gesehen hast? Ich habe lange überlegt und bin zu diesem Ergebnis gekommen. 1500 years ago, the world trembled at the terror of Attila. Now, the terror is back. Only an elite squad can stop him. Attila. Nice fucking shot. Vierte Frage. Den besten Film, den du je gesehen hast. Ja. Das kann ich ganz leicht beantworten. Frage Nummer 5. Wer war der überraschendste Film für dich? Da musste ich ein bisschen überlegen. Und nach einiger Zeit habe ich diese Antwort gefunden. Das State Department stellt einen Agenten ab, der auf Einsätze gegen das Kartell spezialisiert ist. Das ist nicht meine Abteilung. Wollen Sie dabei sein? Haben wir die Chance, die Männer zu kriegen, die für das heute verantwortlich sind? Die Männer, die wirklich dafür verantwortlich sind. Waren Sie schon mal an der Grenze? Wir fahren nach El Paso, richtig? Sie sind kein Amerikaner. Nein. Für wen arbeiten Sie jetzt? Ich gehe dahin, wo man mich hinschickt. Jeden Tag werden Menschen auf der anderen Seite der Grenze mit seinem Segen getötet. Ihn zu finden wäre wie die Entdeckung eines Impfstoffs. Nichts von dem hier wird für Ihre amerikanischen Ohren einen Sinn ergeben. Aber am Ende werden Sie es verstehen. Verdächtiges Fahrzeug, linke Fahrspur. Fahrzeug bestätigt auf 9 Uhr. Ziehen Sie Ihre Waffe. Ich bin kein Soldat, so was
Das tue ich nicht. Aber genau das passiert, wenn Sie da reingehen. So läuft das. Bei diesen Leuten musst du vorsichtig sein. Die CIA darf nicht auf dieser Seite des Zauns operieren. Ich will wissen, worauf ich mich einlasse. Sie werden nicht überleben. Sie benutzen mich als Köder. Stehen bleiben! Das sind Dinge, die Sie nicht hätten sehen dürfen. Er arbeitet für den Gegner. Er ist für uns ein Instrument, das wir kontrollieren können. Ich werde allen erzählen, was Sie getan haben. Das wäre ein schwerer Fehler. Frage Nummer 6. Für welchen Film bist du dankbar, ihn gesehen zu haben? Eigentlich müssten die Kinobesitzer und die Filmverleiher froh sein oder dankbar sein, dass ich mir ihre Filme angeguckt habe. Also habe ich die Frage ein bisschen umformuliert. Und zwar, über welchen Film bist du froh, ihn gesehen zu haben? Und da habe ich diesen Film ausgewählt. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Der Todesstern existiert nicht mehr. Aber die Geschichte von Luke, Han und der Prinzessin Leia geht weiter. Denn das Imperium schlägt zurück. Eine neue Schlacht im Krieg der Sterne. Fremde, feindliche Welten. Gut und Böse in unerbittlichem Kampf. Sehen Sie die neuen Abenteuer von Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 und Chewbacca. In einer spektakulären neuen Episode vom Krieg der Sterne. Das Imperium schlägt zurück. Demnächst in Ihrer Galaxis. Frage Nummer 7 und somit die vorletzte Frage. Welchen Film würdest du gerne im Kino sehen? Auch hier muss ich ein bisschen überlegen und ich bin zu einem Film gekommen, der genau fürs Kino gemacht worden ist. Ich habe den schon zu Hause gesehen, aber ich denke, im Kino wird der nochmal eine Nummer besser sein. Und zwar dieser Film. Wen haben wir denn da? Und ich dachte, wir wären was Besonderes. Leute, das hier ist Bagman. Hangman. Wie auch immer. Was für eine Mission ist das? Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen? Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir, ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Was zum Teufel? Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain. Und es geht wieder los. Auf geht's in 3, 2, 1. Wir ziehen in einen Kampf auf einem Niveau, das kein Pilot je erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Mein Dad hat an dich geglaubt. Ich mach nicht denselben Fehler.
Einige werden es nicht schaffen. Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert. Rakete! Rakete! Wirst du dir das niemals verzeihen. Jetzt gibt's kein Zurück. Komm schon! Oh mein Gott! Ja, macht Spaß? Jetzt kommen wir auch schon zur achten und letzten Frage. Welches wird dein nächster Kinofilm sein? Das kann ich nicht zu 100% sagen. Auf alle Fälle wird dieser Film im Kino geschaut. Ich erinnere mich an den Tag. Ich habe ihn nie vergessen. Dass ein Sklave Rache an einem Kaiser nimmt. Wo bist du geboren? Ich weiß es nicht. Ich kenne weder Mutter noch Vater. Du wirst mein Werkzeug sein. Wer bist du? Hörst du die Menge? Der größte Tempel, den Rom je erbaut hat. Das Kolosseum. Denn das ist es, woran sie glauben. Macht. Schieß! Tribun Akasius. Es gibt noch weitere Siege zu erringen. Rom hat so viele Untertanen. Sie muss sie ernähren. Sie können Krieg essen. Arischem! Ihn! Die Arena verwandelt Sklaven in Gladiatoren und Gladiatoren in freie Männer. Du trägst etwas in dir. Das habe ich gleich gewusst. Ist es so? Wut. Und Wut ist deine Gabe. Es geht darum zu überleben! Überlebt! Bleib zusammen und wenn es angreift, stürm zur Mauer! Wessen Kopf kann ich dir geben, der diesen Zorn befriedigt? Den des gesamten römischen Heeres. Zu viel. Der des Tribuns reicht. Rom muss fallen. Ich muss der Stadt nur einen Stoß geben. Dieser Ring gehörte Maximus. Nun gebe ich ihn dir. Das ist der Traum von Rom. Wenn ihr Volk nicht frei ist. Ich verbesitz. Nun kontrolliere ich ein Weltreich. Ich vernichte nicht noch eine Generation junger Männer für ihre Eitelkeit. Ehre und Stärke! Ehre und Stärke! Ehre und Stärke! Behandelt Rom so seine Helden! Die Götter haben gesprochen! So, liebe Zuschauer, das war ja also der Kino- und Filmtag. Ich werde die Fragen natürlich einmal in die Videobeschreibung packen. Und dann kommen wir auch schon zur Nominierung der nächsten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer diesen Tag schon alles gemacht hat. Von daher spreche ich einfach eine offene Nominierung aus. Alle, die diesen Tag machen möchten, egal von A bis Z, von 1 bis 100, egal wer. Also wer immer dieses Video sieht und sich bewogen fühlt, diesen Tag zu machen, darf ihn machen. Er hat meinen Segen. Gut, er braucht meinen Segen nicht dafür unbedingt, aber er darf es machen. Ja, und das war es auch schon. Ihr könnt mir natürlich noch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Fragen beantwortet hättet. Und für alle, die noch nicht meinen Kanal abonniert haben, die dürfen das natürlich gerne mit einem kostenlosen Abo nachholen. Und denkt daran, auch die Glocke zu aktivieren. Ja, das war's auch schon kurz und knapp mit diesem Tag. Ich bedanke mich bei Mr. Schrotti 11 für die Nominierung. Und für alle anderen gilt, lasst euch nicht ärgern, schaut noch einen Film. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Euer Kino Olli. Ciao.